So, da sind wir wieder bei Let's Play Pokémon Feuerrot. Wir haben das letzte Mal die Rockets in ihrer Base, in ihrem Lagerhaus, whatever, verprügelt. Der Dinadon, aka Alter, aka Kenji, ist immer noch dabei. Hallo. Und ja, von den Eilanden haben wir jetzt erstmal genug gesehen. Wir gehen wieder zurück nach Kanto, weil dort haben wir auch noch eine Kleinigkeit zu erledigen. Und vor allem hätte ich vielleicht mal nachschauen können, wo der Attackenverlerner ist. Das weiß ich nämlich jetzt gerade nicht mehr auswendig. Das ist nicht gerade gut. Du könntest mal mir einen Gefallen tun und ganz kurz nachschauen, wo der denn ist. Ich hab's nämlich gerade echt vergessen. Wobei ich die Vermutung habe, dass er auf Island 4 ist. Ist einfach nur der Attackenlehrer, ne? Attackenverlerner. Verlerner. Den Verlerner brauche ich. So. Und ich werde mich dann erstmal hier nach Azuria City begeben, weil dort gibt es etwas, was wir noch nicht gemacht haben. Die Frage ist, brauchen wir da drin Blitz oder geht das ohne? Ich hoffe jetzt mal, dass ich da drin keinen brauche. Ansonsten wobei. Ich nehme einfach mal vorsichtshalber meinen Myraplan mit. Fuxania City im Haus neben dem Pokémon Center. Okay, dann war es doch dort. Okay, alles klar. Dann habe ich es ja sogar mehr oder weniger richtig geraten. Ich weiß jetzt nur nicht, ob ich da drin Blitz brauche oder nicht, deswegen nehme ich Myraplan mal ganz schnell mit. Da drin gibt es eh keine Trainer. Aber ich hätte vielleicht noch ein bisschen Schutz kaufen sollen, ne? Moment. Ja. Wo gibt's denn noch den nächstbesten Superschutz zu kaufen? Ich weiß nicht, ob es in Urania noch Schutz oder schon Superschutz gibt. In Fuxania aber auf jeden Fall. Und wenn wir schon in Fuxania sind, dann können wir eigentlich auch gleich das mit Mike machen. Neben Marina oder neben Pokémon Center? Neben dem Pokémon Center, du hast Mike jetzt nur auf dem Bank. Ich meinte ja auf dem Computer. Na gut, dann lassen wir halt wen anders da. Du wolltest doch eh etwas. Ja, aber ich brauche ihn zum Fliegen. Ah, okay. Noch brauche ich ihn zum Fliegen, dann lasse ich mal Don Marcy ganz kurz da, der kommt eh bald wieder mit. Blasphemy. Ich muss dem Mike mal ganz kurz den Surfer verlernen. Es war eine nette Attacke bis hierhin, aber jetzt brauche ich ihn nicht mehr. So. Wunderbar. Dann. Ah, Moment, da muss ich ja hier hin. Kriegt er jetzt noch seine zweite Step-Attacke. So. Dann haben wir das erledigt. Schutz wollte ich noch kaufen, genau. Wenn ich Myraplan jetzt schon mal dabei habe, ne? Richtig, da kannst du ihn ja auch benutzen. Topschutz hat er, geht. Ist egal. Ach, so viel brauche ich nicht mehr. 10 Stück müssten reichen. Ach, falsch. Ich wollte hier rein. Fahrrad über die Nuggetsbrücke. Und ich weiß schon, wie du meinst. Ja. Ist ja auch mittlerweile mehr als offensichtlich, dass ich zu Mewtwo will. Ja.
So, Azuria-Höhle. Müssen wir mal schauen, ob ich da jetzt noch durchfinde. Ist nämlich auch schon ein bisschen her, dass ich dort das letzte Mal war. Okay, wir hätten, glaube ich, keinen Blitz gebraucht. Aber na, Zertrümmerer habe ich natürlich jetzt auch keinen. Ich habe zwar die VM dafür, aber die will ich niemandem beibringen. Glaube ich, gehe einfach mal den direkten Weg zum Mewtwo. So, ups, ich bin ja schon auf dem Beutel. Okay, der war es auch nicht, das war der da unten. Da haben wir noch ein Top-Elixier, das können wir auch gut brauchen. So, hier müssten wir jetzt richtig sein. Und es gibt Pokémon hier, die stärker sind als meine. Das gefällt mir nicht. Dann vor allem noch Elektroball. Das Auch noch solche exklusiven Dinger, ist. ne? Ja, zum einen Pokémon, die schneller sind als meine und zum anderen Pokémon, die ein bisschen explosive Natur haben. Boing, genau. Boing, genau. Ach Gott, jetzt haben wir den Scheiß. Einfach mal beten, dass der kein Spiegelcape macht. Wegrennen kann ich von dem nicht. Abgangsbund. Ja, super. Das ist jetzt immer die Frage, Konter oder Spiegelcape? Da kam das Spiegelcape. Deswegen hasse ich wohin genau. Eieiei. Komm hier, frisst die Maschbombe. Gleich mal die neue Step-Attacke ausprobieren. Ein Parasect. Viel zu viele wilde Pokémon hier. Ditto! Ich will kein Ditto haben. Noch ein Ditto. Level Boah, 67. das war schon heftig. Ja, die Pokémon Den hier. Level über dein. Die Pokémon hier sind schon eine Hausnummer. Ein Max Revive. Ein Kadabra, Level 58, das geht noch. Ich hoffe trotzdem, dass ich schneller bin und kommen kann, weil das Viech kann meinem Mike trotzdem eine Menge Schaden machen. Und da läuft der Schutz aus. Es ist zwar leicht sinnlos, dann noch mehr Schutz draufzuhauen, aber. Immerhin kommen dann Pokémon mit einem bestimmten Level nicht, tauchen nicht auf. Es sind auch schon weniger geworden. Ja, ein bisschen weniger als normal sind es. Aber die, die kommen, sind halt dann alle schon Level 57 oder höher. Dittos sind zum Glück ziemlich lahm. Ah, sieh mal einer an, ich habe den Weg direkt gefunden. Da ist er. Jetzt muss ich nur noch mal eine Sache nachschauen, weil ich meine, dass ich ihn noch habe. Ja, ich habe ihn noch. So. Auf geht's. Wird ein Dann kurzer mal Kampf. schauen.
zu. Also, mal schauen, was der für Werte kriegt. Wunderbar. So, dafür habe ich mir das Ding aufgehoben. The Master Ball. Ich weiß, es ist zwar jetzt eine ziemlich unspektakuläre Art, diesen Kampf zu bestreiten, aber was soll's. Richtig. Und der kriegt einen Spitznamen, weil wenn du jetzt schon hier bist, kriegst du auch gleich deine Widmung hierbei. Ups. Das ist doch schön. Außerdem kann man dann behaupten, dass nur noch Pokémon mit Spitznamen im Team mitkommen. Ja. So, nächste Frage. Habe ich ein Fluchtseil? Das wäre nämlich jetzt sehr gut zu wissen, ob ich eins habe oder nicht. Trommelwirbel. Ja. Oh, da sind sogar vier. So. Weil wir jetzt sonst nichts mehr zu tun haben, außer eine Sache, fliegen wir dort auch direkt hin. Ach, da kommt wieder die gute alte Musik vom Indigo-Plateau. Da ist er auch schon wieder weg. Das war ein kurzer Besuch des Indigo-Plateaus. Weil die Top 4 hat ja jetzt noch eine wunderbare Rückrunde, für die ich so wunderbar unterlevelt bin. So. Dann Marcy, du darfst jetzt auch wieder mit. Moment, jetzt müsste eigentlich hier irgendwo sein, ja. Hier ist es. So, dann muss Aerodactyl halt jetzt raus. Moment, kann ich. Okay, das geht nicht, okay. Dann. Aber ich kann ihm das Item noch wegnehmen. Ja, nicht sonst noch irgendwelche Items irgendwo bei Pokémon, die wir mal gefangen haben. Können wir mal durchschauen. Also hauptsächlich Zeug, was ich so gefangen habe, um den Pokédex aufzufüllen. Und habe ich da was gesehen gerade? Ja, da ist eine Bilbierbeere. Die können wir doch mal mitnehmen. Oh, Moment. Beutel müssen wir machen. Mal schauen, was kann der überhaupt? Ein forsches Wesen. Weiß ich jetzt nicht auswendig, was es ist. Auf jeden Fall einen mordsmäßigen Spezialangriff. Aber wenn ich mir das Wesen, wenn ich mir die Werte so anschaue, das ist eine ziemlich hohe Verteidigung dafür, was es in Mewtwo ist. Und die Initiative ist relativ schwach. Ja, bei den Attacken müssen wir vielleicht ein bisschen nachhelfen. Schauen wir mal in meine magische TM-Box, was wir da noch so alles drin haben, was brauchbar ist. Ein Feuersturm zum Beispiel. Wir brauchen keinen Bodyguard. Wenn wir hier schon ein Mewtwo mitnehmen, dann schon mit richtigem Karacho. Richtig. Was haben wir denn noch? Ungewohnt, dass das bei 50 schon aufhört. Psychokinese kann er schon. Donner. Hm. Solarstrahl. Gigasauger. Ja, gut, der ist hier noch nicht ganz so stark. Blizzard haben wir hier auch noch. Power Punch ist jetzt nicht wirklich so toll. Ich bin am überlegen, ob ich mal schnell noch nach Prismania City rüber soll. Und meint, habe ich dafür noch genug Geld? Ja, ich soll mir ihm noch schnell einen Donnerblitz holen.
Ja. Oder ein Eisstrahl? Mal überlegen, was dafür geht. Wir könnten ihm sogar beides geben. Ich hätte genug Geld für beide. Ja, dann. Du hast dein Pokémon zur Flieg nicht dabei. Ja, das fällt mir auch gerade auf. Muss ich ja Aerodactyl halt doch nochmal mitnehmen. Das ist ein Chaos hier. Wenn man sich doch immer umentscheidet. Hier, vor allen Dingen, wenn man gerade überlegt hat, dass man noch ein paar tolle Attacken kaufen kann. Ja. So. Moment, eigentlich kannst du doch auch fliegen, oder? Ja, gut, du kannst das auch. Dann darf der Flieger auch nochmal mit. Hat er auch nochmal seinen kleinen Auftritt. So. Dann gehen wir mal noch ein bisschen shoppen. Und zwar in der Rocket-Spielhalle. So. Das Ganze müssen wir jetzt ein paar Mal machen. Die gute alte Rocket-Spielhalle. Ja. Ich kann mich noch ganz gut genau daran erinnern, dass ich, als ich damals Pokémon Rot gespielt habe, Stunden in dieser Spielhalle gesessen habe. So. Insgesamt brauche ich 8000. Die Treppe hier ist übrigens auch immer noch da. Jetzt rockelt halt cool. Ja. Da reicht man sie immer noch für was Poster? Ja. Mit dem Schalter, der dahinter versteckt ist. So, einmal TM13. Und dann brauchen wir noch einmal TM24. Daubeer. So. Was erlernt sie ihn denn da? Mhm. Die Genesung und den Sternschauer. Genesung braucht man im Playthrough nicht, weil, ja, ist unnötig, wenn man Heil-Items hat. Und dafür nehme ich lieber noch ein bisschen mehr Coverage mit. Genau. Wo haben wir denn da immer das? Jawohl. Bei so einer guten physischen, bei so einem guten physischen Angriff haut das Ding bestimmt rein. Donnerblitz ist speziell. Meine ich ja. Ich hab physisch gesagt, meinte aber speziell. Das ist wieder typisch. Yep. Wie hier. So. Jetzt haben wir ein Mewtwo mit richtig starken Attacken. Jetzt können wir wieder zurück zum Indigo-Plateau. Dann beenden wir nochmal kurz den Part und in der nächsten Folge gehen wir dann die Liga an. Ja, bis dann. Jupp. Ich lege jetzt nur noch schnell Flieger wieder auf die Box und dann beende ich den Part. Und Jake darf wieder mit. Vom Anfang bis Ende mein treuester Begleiter. So, an der Stelle machen wir kurz einen Cut. Ich werde noch ein bisschen offscreen einkaufen gehen und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut.